So, ihr Löwinnen und Löwen, nachdem ja die Präsentation des Auspackens vom letzten Trikot, das ist das Auswärtstrikot, welches ich hier anhabe, so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, machen wir das gleich mit dem Heimtrikot auch. Habe ich mir heute Morgen geholt, frisch im Fanshop, während die Jungs gerade zum Training marschiert sind. Übrigens auch bei 60 ganz faszinierend, dass sowohl Trainer als auch Spieler von sich aus die anwesenden Fans grüßen, wenn sie reinmarschieren. Wenn es bloß gerade ein oder zwei sind, finde ich ziemlich cool bei unserem Verein. Aber das nur am Rande. Bevor es jedoch soweit ist, möchte ich ganz kurz noch die Verlosung machen. Von den 60er.de Autoverschönerungen haben wir ja zwei Varianten, dezent und nicht ganz so dezent. Konkret geht es dabei um den Auto, Heckscheibenaufkleber und um den Nummernschildhalter. An der Stelle auch einen schönen Gruß an die, die mir gesagt haben, hey, du hast vergessen, das Nummernschild zu zensieren. Sage ich, nee, habe ich nicht. Doch hast du, schau auf dem oberen Bild, ja. Das auf dem oberen Bild ist ein anderes Nummernschild. Dort macht es dem Träger nichts aus, wenn es öffentlich zu sehen ist. Es ist übrigens so ganz nebenbei meines. Bei dem unteren ist es halt was anderes. Darum ist es zensiert. Aber auch das nur am Rande. Ich finde es immer wieder toll und faszinierend, für wie schlau ihr uns eigentlich haltet. Egal. Ich werde jetzt hier die Auslosung machen. Ich habe hier diese, ich glaube, rund 40 Teilnehmer waren es, quasi in einem Becher vom Pokalspiel zusammengefasst, schütteln den kurz durch. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mir glaubt, dass ich wirklich nicht reinschaue, wenn ich ziehe. Es ist mir auch relativ herzlich egal. Ich habe jetzt hier einen Namen in der Hand, stell den Becher wieder hin und gewonnen hat die Alexandra Leitner, die Variante Dezent. Herzlichen Glückwunsch, Alexandra. Und alle anderen können bei uns auf der Page schauen, woher man diese wunderschönen Varianten oder wie man die bekommt. Das nur am Rande. Habt ihr alles sicherlich schon gelesen. Packen wir es mal aus, das gute Stück. Ich weiß schon genau, auf was ich ganz kurz eingehen muss oder werde. Mir persönlich, die Schere ist mir auch gerade viel zu gefährlich. Mir persönlich gefällt das Trikot auch dieses Mal wieder sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, es gibt ja diese Vorwürfe von der Stangenware, weil es natürlich auch, oder ja, Vorwürfe, ich meine, es ist halt ein Trikot von der Stange, aber dementsprechend veredelt. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Wir haben hier wieder den Meisterstern. Warum der da sein darf, habe ich ja im letzten Video schon ausführlich erklärt. Dann haben wir hier diese Streifen, die im Licht, denke ich, ganz schön glänzen. Leider das unvermeidliche Bet3000-Logo. Ich bin jetzt ja nicht der riesige Fan von Sportwetten, aber das ist ja mein persönliches Problem. Auf der Rückseite im Nacken wieder einmal Löwe, immer Löwe. Hier steht jetzt 1860 München im Gegensatz zum Auswärtstrikot, auf dem nur München steht. Und dann hat er gestern etwas für einen Haufen Spott gesorgt, nämlich diese Applikation da unten, wo das dann auf dem Foto ausschaut, als wäre das so ein Fehldruck, dass da entweder Münchens große Liebe. Oder was steht hier? 160 Jahre steht, dass das so ein bisschen verdruckt ausschaut. Jungs, es ist so ein bisschen im Hologramm-Style, sprich, das wechselt den Aufdruck und ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Geschichte. Ich finde das Trikot cool, auch wenn mich dafür jetzt wieder ein paar kritisieren werden, weil ich habe ja im offiziellen Fanshop vom bösen, bösen Ismail gekauft, aber ich kaufe mir seit über 30 Jahren jedes Trikot und werde das auch so beibehalten. Das nur am Rande. Dann gab es noch den Kritikpunkt, oder gibt es den Kritikpunkt, dass dieses Trikot es ja so in ähnlichen Varianten bei anderen Vereinen gibt und dass es da dann wahlweise 5 Euro oder 10 Euro billiger ist. Das Ganze relativiert sich bei 60. Für die Mitglieder gibt es da sowieso von Haus aus 10% und Mitglied ist ja dank der Dauerkarte jeder. Das heißt, kostet eigentlich von Haus aus anstatt diese 80 Euro knappe 72 Euro. Damit ist es dann nicht mehr teurer. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rabatte bei den anderen Vereinen sind, aber es ist mir auch relativ egal, weil in Rostock oder Bochum kostet auch im Regelfall eine Bratwurst oder eine Wohnung ein bisschen weniger als in München. München ist alles ein bisschen teurer, aber es ist Trikot und 5er oder 10er teurer als bei anderen Vereinen, meiner Meinung nach, drauf geschissen. Ja, ich wüsste nicht, was ich ansonsten großartig sagen soll. Wir haben diesmal keine besonderen Einsätze wie beim letzten Trikot. Wir haben einfach ein sehr, sehr schönes Trikot, was traditionell gehalten ist, was meiner Meinung nach wirklich schick ist von den Farben her und was, ja, ich möchte jetzt nicht wieder eine Kaufempfehlung geben, weil sonst bin ich da ja auch wieder der Buhmann in gewissen Kreisen. Ja, es ist so unfassbar geil.
bei den Leuten, die alles toll finden, was unser Investor gemacht hat, ist man der Buhmann, weil man ein rückständiger Traditionalist ist, was nicht stimmt. Und bei den Leuten, die dann eher der Traditionalistenseite zugeneigt ist, ist man dann der Buhmann, weil man einen Fanshop kauft. Ehrlich gesagt, Jungs und Mädels, es ist mir scheißegal. Ich finde es cool, ich habe es gekauft und was ihr macht, das müsst ihr selber entscheiden. In diesem Sinne, einmal Löwe, immer Löwe, hoffentlich bald wieder live dabei im Stadion, der Stefan.